Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Yankee Candle Adventskalender, und zwar den kleinen, der sich Adventskranz nennt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den direkt auf der Homepage bestellt. Der riecht jetzt schon mal richtig geil und gleichzeitig auch ein bisschen weihnachtlich, aber irgendwie frisch gewaschen, richtig cool. Habt da 33,90 Euro abzüglich 20% bezahlt, weil wenn man sich für den Newsletter anmeldet, bekommt man 20% Rabatt. Fand ich ziemlich nice. Genau, ist ganz süß aufgemacht, aber wir müssen ihn jetzt generell erstmal aufmachen, weil, das ist ja nur die Umverpackung, Claudi, ne? Tata, wir haben auf jeden Fall ein Kläppchen-Adventskalender mit einem wirklich sehr hübschen Design. Ich mag dieses Weihnachtsdorf da drauf. Und jetzt schauen wir mal rein. Das ist ein kompletter Papp-Adventskalender, also auch das Inlay, richtig cool. Und hier haben wir einen Kerzenhalter drin enthalten und ein Teelicht. Und ich weiß nicht, ich gucke einfach mal, wie viel Gramm diese Teelichter haben. Das riecht ein bisschen vanillig. Das mag ich, das ist cool. Und ich glaube, du kannst dann im Prinzip jeden Tag dir ein Teelicht mit diesem Adventskalender anzünden. Eigentlich ganz süß von der Idee her. Ob das preis-leistungstechnisch passt? Mal gucken. Übrigens steht in den Kläppchen, welcher Duft das sein soll. Das gerade war Christmas Cookie. Und die Nummer 2 will jetzt schon nicht raus. Was ist denn hier los? Meine Güte, was ist denn mit dir nicht richtig? Silver Sage and Pine wird im 2. Dezember drin sein. Ein grünes, wirklich nach Pinie riechendes Teelicht. Also das ist wirklich, ihr könnt leider nicht riechen. Noch gibt es keinen Geruchs-YouTube, das kommt noch irgendwann. Ich glaube, das ist ganz stark. Ja, mag ich. Leute, ich habe umdisponiert. Hinten seht ihr die Umverpackung, vor mir liegt das Ding. Weil du kriegst diese Teelichter nur ganz schwer raus. Denn selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier habe ich die Schwarzkirsche Black Cherry. Riecht wirklich toll. Die muss man natürlich auch nochmal riechen, wenn die an sind, ne? Aber die macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wow. Hier haben wir die Nummer 4. Amber and Sandalwood soll hier drin sein. Ja, die riecht auch sehr würzig. Dieses Amber riechst du ganz intensiv, ne? Wie diese, ja, Basisnoten. Ja, Basisnoten von vielen, vielen Parfums. Interessant. Wobei ich da die Kirsche präferiere. Oh, das ist voll meins. Am 5. Dezember erwartet uns ein Zimt. Stab, also Cinnamon Stick, Zimtstange wird es wahrscheinlich treffen. Definitiv riecht er nach Zimt, oh mein Gott. Ist kein Duft, den ich richtig toll finde, weil ich bin jetzt nicht so die Zimt-Queen. Nikolaus, Wild Orchid, die wilde Orchidee, riecht wirklich total seifig, ne? Also ganz blumig, seifig, mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ist, glaube ich, aber nicht jedermanns Sache, weil das kann auch so ein bisschen an Omas Badezimmer von damals erinnern. Ich mag es aber. Ist ein okayer Nikolaus. Ist jetzt halt nichts Besonderes, aber das erwarte ich bei dem Adventskalender halt irgendwie auch nicht, ne? So, schauen wir uns den 7. Dezember an. Meine Güte, ist das hier fest drin. Und das ist auch ein bisschen verschoben. Ist nicht so leicht raus. Aua. Au. Das tat weh. Hier habe ich auf jeden Fall Christmas Eve drin. Der Weihnachtsabend riecht auf jeden Fall leicht beerig, fruchtig. Ja, riecht gut, ne? Also da auch leicht süßlich riecht das tatsächlich. Wie riecht es bei euch so am Weihnachtsabend? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir Bayside Cedar drin. Oder Cedar. Das riecht nach Männerumkleide. Wenn alle so ihre Parfums rausgeholt haben, beziehungsweise Deos, ne? Und sich dann da eingedieselt haben. Ich finde, das riecht so. Es riecht sehr aquatisch. Würzig. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den heißen Temperaturen, denn wir haben es heute so 30 Grad. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über Black Cherry freuen. Wir haben hier so ein paar Doppelungen drin. Das stand aber auch online. Aber darüber freue ich mich übrigens sehr, weil ich mag den Duft richtig gerne. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir den als große Kerze kaufe. In der Nummer 10 darf es auch wieder mit Silver Sage and Pine weitergehen. Ja, den hatten wir eben schon. Ne? Sehr, sehr waldig. Denn am 11. Dezember, aua, habe ich auch wieder meinen Wild Orchid Duft drin. Da hat mir so ein bisschen gerade mein Finger geoutcht. Am 12. Dezember zur Halbzeit haben wir wieder unseren Christmas Cookie vom Anfang drin. Auch den finde ich richtig lecker. Also auch so Vanilledüfte sind ja voll mein Vibe, ne? Erste Hälfte ist rum. 6 Teelichter stehen hier, 12 Teelichter stehen hier und ein Teelichthalter. Ja, ne? Genauso wie ich erwartet habe. Schon, dass wir auch die Doppelung haben. Vielleicht hätten die 12 unterschiedliche Sorten reinmachen können. Das wäre, glaube ich, richtig cool gewesen, dass du halt nur jedes Teelicht zweimal drin hast. So haben wir es dann doch ein paar Mal öfters drin.
Die Düfte finde ich sehr ansprechend. Also das haben die gut gewählt, muss ich wirklich sagen. Und ich bin jetzt gespannt, ja, welche Düfte wir in welcher Menge noch in der zweiten Halbzeit finden. Am 13. Dezember haben wir wieder unseren Beachside Seder, also quasi unseren Bayside Seder, unseren aquatischen Duft. Und am 14. Dezember haben wir wieder unsere Zimtstange. Yo, wow. Am 15. Dezember gibt es ein bisschen, wie heißt du nochmal? Amber and Sandalwood. Jo, der etwas würzigere Duft. Am 16. Dezember bekommen wir wieder Christmas Eve. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wonach genau der riecht, aber der riecht sehr, sehr angenehm. Und somit haben wir bislang alle Teelichte doppelt. Es scheint dann so zu sein, dass wir wirklich jedes Teelicht dreimal drin haben. Denn auch eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns wieder die wilde Orchidee. Oh ja, hier haben wir wieder am 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die Black Cherry, meine Lieblingssorte aus diesem Adventskalender. Und am 19. Dezember Amber and Sandalwood. Jo, 20. Dezember. Oh. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Eine Zimtstange wartet hier auf uns, während der 21. Dezember uns mit aquatischen Noten der Bayside Cedar beglückt. Zwei Tage vor Heiligabend bei der zweiten und letzten Schnapszahl, dem 22. Dezember, haben wir hier nochmal ein Weihnachtsplätzchen, ein Christmas Cookie. Während wir am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, noch ein bisschen daran erinnert werden, vielleicht noch einen kleinen Waldspaziergang zu machen, denn hier haben wir Silver Sage Pine als 23. Teelicht drin. Hat auch ein bisschen was von Sauna, ne? Na, wer hat aufgepasst? Was ist in der 24? Ihr könnt euch das alle wahrscheinlich vorstellen, denn die fehlt ja auch noch. Passt aber natürlich auch. Christmas Eve ist hier selbstverständlich am 24. Dezember drin. Ja, ne? Also das ist einmal hier jetzt der Adventskalender geöffnet. Die Nummer 9 ist mir eben einmal so ein bisschen abgehauen, weil ich hier so ein bisschen rumreißen musste. Und hier oben ist er mir auch ein bisschen eingerissen. Dennoch sieht er eigentlich recht gut aus. Wie gesagt, meine Empfehlung, packt den irgendwie in den Kühlschrank kurz mal vorher rein, dass die ganzen Sachen sich etwas mehr zusammenziehen. Und ihr habt es auch nicht so bullewarm wie ich jetzt hier in der Bude, ne? Aber gut, ja, ein schöner Adventskalender. Muss man so viel Geld für 24 Teelichter und einen Teelichthalter ausgeben? Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da lohnt sich eher dann auch den großen sich zu holen. Den lade ich euch gleich auch nochmal hoch, ne? Dann seht ihr da auch mal das Unboxing, den muss ich gleich mal auspacken. Ich hoffe, dass da keine Teelichter drin sind, sondern mehr so etwas größere Sachen und auch ein bisschen mehr Abwechslung. Das fände ich nice. Naja, ansonsten ein süßer Adventskalender, der wirklich gut riecht, aber nicht unbedingt sein muss, ne? Ich habe euch auch mal so ein bisschen ausgerechnet, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ich glaube nicht, dass er sich rechnet. Bin ich ehrlich. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Wir können uns gerne darüber austauschen. Und dann wäre es hier, wie gesagt, von mir gewesen. Wenn du Bock hast, kannst du mich super gerne abonnieren, um einfach Teil der Crew zu werden. Ich würde mich mega freuen. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.